die Schuld ist erstmal beim Virus. Ich meine, wir haben ein Virus, das neu auf die Welt gekommen ist, eine Jahrhundertpandemie, mit der wir gerade umgehen müssen. Und das Tragische ist eben vor allem, wenn das Virus sich in eine Pflegeeinrichtung hinein, wo ja auch Abstand schwer ist, wo viele Menschen auch mit demenziellen Erkrankungen sind, wo ja viele auch im Frühjahr gesagt haben, die totale Isolation, die es phasenweise gegeben hat, die hat auch viel Einsamkeit und Leid verursacht. Da haben sie empfunden als Gefängnis ohne Gitter. So ist das ja von einigen beschrieben worden. Warum ist aber die Quote so hundsmiserabel? Aber ich finde es schon sehr, sehr wichtig, Herr Ronsheimer, dass wir eins sehen, die Herausforderung hier in dieser Pandemie, das ist das Virus. Und wir müssen eben vermeiden, dass das Virus sich ausbreitet und verbreitet. Das Virus an sich ist ja tot. Das kann sich alleine nicht bewegen. Es bewegt sich durch uns, auch in eine Pflegeeinrichtung. Aber wäre es nicht an der Zeit, wenn Sie jetzt den Fall in Leverkusen sehen, den Angehörigen nicht nur das Beileid auszusprechen, sondern sich auch zu entschuldigen, dass Deutschland so viel langsamer als Großbritannien, USA, Israel und andere ist? Wir haben uns sehr bewusst entschieden für eine ordentliche Zulassung. Die hat tatsächlich 3-4 Wochen länger gedauert als eine Notzulassung. Ich bin aber sehr sicher, dass wir das, was wir auch an zusätzlichem Vertrauen durch das Zulassungsverfahren erhalten und erhalten werden, auf der Strecke auch auszahlt. Im Moment reden wir sehr viel über Knappheit und da verstehe ich auch die Ungeduld. Vor allem auch angesichts solch tragischer Beispiele, wie Sie sie gerade aus Leverkusen gebracht haben, natürlich. Und gleichzeitig werden wir eben auch in eine Situation kommen, wo es um Impfbereitschaft geht. Weil um diese Pandemie unter Kontrolle zu bekommen, um Ausbrüche in Pflegeeinrichtungen ganz vermeiden zu können, brauchen wir einen sehr hohen Anteil der Bevölkerung, der sich impfen lässt. Haben Sie sich persönlich nichts vorzuwerfen? Zuerst einmal jemand, der einen Todesfall zu beklagen hat, einen Trauerfall in der Familie, hat jedes Recht, sauer zu sein. Das verstehe ich auch gut. Die Frage ist ja, was, wann? Also habe ich wieder besseren Wissens etwas nicht entschieden oder entschieden? Nein. Wir alle entscheiden in Phasen von Unsicherheit, in einer Jahrhundertsituation, in einer Pandemie, jeden Tag, auf jeder Ebene und müssen eben dann immer wieder auch mit neuen Erkenntnissen natürlich Entscheidungen anpassen. Das ist seit Beginn dieser Pandemie so, das ist auch im Moment so.